Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video für unser Seminar Herabsetzen, Schmähen, Beleidigen, Sprache und Invektivität. Heute zum Thema Status-Degradierungszeremonien. Sie haben gelesen einen berühmten Aufsatz von Harold Garfinkel, in dem es eben um solche Status-Degradierungen geht. Dieser Aufsatz hat, wie Sie unschwer erkennen konnten, in vielerlei Hinsicht Pate gestanden für das Konzept der Invektivität. Und wir wollen heute versuchen, uns diesen doch recht reichhaltigen und komplexen Text nach und nach zu erschließen. Doch ich möchte zunächst beginnen mit einem Rückblick auf die letzte Sitzung. Da hatten wir den Grundlagentext zum Thema Invektivität gelesen und hatten zunächst gesehen, dass Invektivität ein ganz abstraktes Konzept sein soll, das dazu dient, verstreut vorliegende Forschungsansätze überhaupt erstmal zu bündeln und ein vielfältiges Phänomenfeld herabsetzender Kommunikation mal als Ganzes fassbar zu machen. Ganz wichtig im Konzept der Invektivität ist, dass es sich löst von der Bedingung der Intentionalität, sondern vielmehr wird der Blick gelenkt auf Anschlusskommunikationen. In Anschlusskommunikationen kann ein Akt auch erst rückwirkend zu einem invektiven Akt umdefiniert werden und wir können uns auch anschauen, in welchen Konstellationen sich genau solche invektiven Phänomene beobachten lassen, also in welchen Teilnehmerkonstellationen, in welchen medialen Arrangements und so weiter. Es gibt so ein paar Grundbegriffe, die wir kennengelernt hatten. Wir sprechen von der invektiven Triade. Wir können uns Arenen und Lizenzen invektiver Kommunikation ansehen. Und ganz wichtig, es gibt auch sowas wie Meta-Invektivität, also kommunikative Bezugnahmen auf invektive Akte, in denen zum Beispiel über die verletzende oder die diskriminierende Kraft von bestimmten Wörtern debattiert wird. Und wir hatten auch gesehen, dass auch eine meta-invektive Äußerung wie du hast dich rassistisch ausgedrückt, selbst auch wieder invektive Kraft entfalten kann. Schließlich hatten wir besprochen die Doppelfunktionalität invektiver Kommunikation. Sie wirkt destruktiv, klar, aber natürlich darin auch produktiv, indem sie Formensprachen herausbildet, die sogar zu Kunstformen erhoben werden können. Sie wirkt ausgrenzend, allerdings nach innen hin auch integrierend. Sie wirkt dynamisierend, indem bestehende Machtverhältnisse in Frage gestellt werden, zugleich aber auch stabilisierend, indem sich Schmähende doch wieder auf Normen berufen und diejenigen, die geschmäht werden, des Normverstoßes bezichtigt werden und so weiter. Und es gilt also immer, diese Doppelfunktionalität im Blick zu behalten und all das können wir natürlich auch wiederfinden in dem Konzept der Statusdegradierungszeremonien von Harold Garfinkel. Harold Garfinkel ist ein berühmter Soziologe, der die Ethnomethodologie begründet hat, die Sie wahrscheinlich alle deswegen zumindest indirekt kennen, als daraus die Gesprächsanalyse, wie wir sie kennen, hervorgegangen ist. Aber in diesem frühen Aufsatz 1956 hat er sich eben Statusdegradierungszeremonien angesehen, die er wie folgt bestimmt: Any communicative work between persons, whereby the public identity of an actor is transformed into something looked on as lower in the local scheme of social types, will be called a status degradation ceremony. Wir sehen hier, es geht um öffentliche Identitäten, die transformiert werden, und zwar so, dass sie am Ende von niedrigerer sozialer Wertigkeit sind. Ja, also das ist eben eine Degradierung, eine Herabsetzung. Und was muss also passieren? Wie muss diese kommunikative Arbeit, wie ihr sagt, aussehen? Was sind die Voraussetzungen, die Bedingungen, damit das auch tatsächlich gelingt? Und er schaut sich das an in seinem Text, auch wenn das erst ganz am Ende wirklich deutlich wird, er schaut sich das an, wie das vor Gericht funktioniert. Denn Degradierungszeremonien, sagt er, gibt es in allen Gesellschaften, wo es überhaupt soziale Ordnung gibt, muss es auch Möglichkeiten geben, innerhalb dieser Ordnung Menschen herabzusetzen. Und das Ganze wird aber gewissermaßen eingehegt und institutionalisiert durch bestimmte Institutionen in unserer Gesellschaft, eben das Gericht, wo unbescholtene Bürgerinnen
zu TäterInnen gemacht werden können. Da gibt es eben bestimmte Abläufe. Wir werden aber nachher sehen, dass es nicht nur vor Gericht solche Prozesse zu beobachten gibt. Und seine Fragestellungen sind also, was sind die sozial-kommunikativen Voraussetzungen, was sind die Prozessschritte und was sind auch die Konsequenzen von erfolgreichen Statusdegradierungen. Und wichtig ist dabei, dass er es verankert in dem, was er einen sozialen Affekt nennt, nämlich der soziale Affekt der Indignation, zu Deutsch die Empörung. Sie sind grundiert in Akten der Empörung. Man empört sich über jemanden, der sich schuldig gemacht hat. Und soziale Affekte sind sie deswegen, weil sie unser Zusammenleben betreffen. Sie gehen daraus hervor, dass wir soziale Wesen sind. Und natürlich wird derjenige, der oder diejenige, die Opfer von solchen Empörungswellen wird ausgegrenzt, zugleich aber stärkt das nach innen hin die Gruppensolidarität. Hier haben wir sie wieder genau, diese Doppelfunktionalität. Was sind also die Bedingungen, die Harold Garfinkel herausstellt? Zunächst mal müssen die Beschuldigten und das, was man ihnen vorwirft, als etwas vom Gewöhnlichen abweichend dargestellt werden. Also es gibt die üblichen Routinen, das Erwartbare, das Normale, und die Beschuldigten stehen irgendwie außerhalb dieses Normalen. Sie sind eben abnormal. Wichtig ist, dass die Beschuldigenden sich nicht einfach nur auf persönliche Präferenzen berufen, wenn sie jemanden abwerten wollen, sondern sie müssen im Namen einer übergeordneten Sache sprechen, so hat Harold Garfinkel das ausgedrückt. Und das sind meistens geteilte Moralvorstellungen, ja, sowas wie die Werte, die in unserer Gesellschaft gelten, die verlangen es, dass wir uns jetzt dafür einsetzen. Damit können Beschuldigende die Nähe zu den Zeugen suchen und können sich darstellen als diejenigen, sie suchen die Nähe zu den Zeugen als den Trägern der öffentlichen Meinung, ja, und können dann als Vertreter der öffentlichen Meinung auftreten. Wir können das sehr präzise beobachten in populistischen Kontexten, wo es ja auch, das ist ja der Kern des Populismus, dass man sagt, man tritt als Sprachrohr des Volkes auf, der öffentlichen Meinung. Man sucht damit immer auch die Nähe zum Volk und das Ganze wird dann genutzt, um eben alle möglichen Gruppen, Minoritäten auszugrenzen, zum Beispiel Migrantinnen und Migranten. Die Degradierung nun, das ist entscheidend, die platziert dann die Beschuldigten außerhalb der legitimen sozialen Ordnung. Das ist deswegen so relevant, weil das dann die fortgesetzte Beschämung fortlaufend rechtfertigt. Ja, also jemand, der überhaupt erstmal degradiert worden ist, der verdient dann auch keine Achtung mehr und kann deswegen weiter beschimpft werden. Wir kennen das aus früheren Zeiten, als dann nach dem Urteilsspruch noch die Verurteilten dann noch beschimpft und bespuckt und mit Unrat beworfen werden konnten. Ja, das findet jetzt ganz so in dieser Form nicht mehr statt, allerdings verbal findet es natürlich statt, indem diejenigen, die degradiert werden, dann eben fortgesetzt noch weiter beschimpft werden können, weil sie eben auch keine Achtung mehr verdienen. Und ich hatte gesagt, vor Gericht ist eigentlich das, wo solche Degradierungszeremonien institutionalisiert sind. Wir finden aber gerade im Internet, dass sich dort auch Prozesse beobachten lassen, die wir als Degradierungszeremonien beschreiben können. Zum Beispiel Shitstorms oder, ich möchte das festmachen an der Arbeit von Constanze Marx, in Cybermobbing-Fällen. Wir werden uns damit noch beschäftigen. Marx zeigt in ihrem Buch von 2017, dass in Cybermobbing-Diskursen häufig ein Gerichtsprozess simuliert wird. Mit allem, was dazugehört, mit Anklage, mit dann der Degradierung und dann der anschließenden Urteilsverkündung, gucken wir uns mal ein paar Belege an. Ich entschuldige mich vorab dafür. Das sind originale Sprachdaten, die heftig sind, ja, wenn wir daran denken, dass die zwischen Schülerinnen und Schülern so ausgetauscht wurden. Aber das hier sind Daten von der Plattform iShare Gossip, die es mal gab, wo also man sich
über Dritte unterhalten konnte, so Lästerplattformen. Und hier finden wir dann solche Dinge wie, der hat meine Sis beleidigt, das Kackkind. Ja, so ein dünnes, räudiges Kind, doof wie Stulle, einfach das reinste Scheißkind. Wenn sie weg ist, sieht die Welt doch gleich viel schöner aus. Oder auch sowas wie, Albaner sollen deine Freundin vergewaltigen. Wir finden Beleg 1, der hat meine Sis beleidigt, wie also hier derjenige, der mit der referenziert wird, beschuldigt wird eines Regelübertritts, in dem er beleidigt habe. Ja? Und das wiederum rechtfertigt dann, dass er natürlich selber auch als Kackkind fortgesetzt beleidigt werden kann. Ja, auch hier so ein dünnes, räudiges Kind. Und wenn sie weg ist, sieht die Welt auch gleich viel schöner aus. Also hier wird auch suggeriert, dass die Person, ja keine Ahnung, was mit weg sein gemeint sein könnte. Aber auch hier, Albaner sollen deine Freundin vergewaltigen, das sind geradezu archaische Bestrafungsmechanismen, ja, die hier den anderen an den Hals gewünscht werden. Also wir sehen, dass hier die Urteilsverkündung hier sozusagen eingelassen ist in solche Degradierungszeremonien. Liebert, den Sie auch hätten lesen können oder zumindest vielleicht mal reingeblättert haben, hat in seinem 2015er Aufsatz, in dem er das Konzept der Statusdegradierungszeremonie nochmals in Erinnerung gerufen hat in der Linguistik. Er hat darauf hingewiesen, dass es sowas wie selbstermächtigte Statusdegradierungen gibt. Damit meint er, dass eben abseits der offiziellen juristischen Institutionen wir eben inzwischen gerade im Internet auch solche Verfahren finden, die im Prinzip so eine quasi juristische Struktur haben. Er nennt als Beispiele Shitstorms, aber auch Online-Petitionen, wenn also gefordert wird, dass der oder diejenige Berufsverbot erhalten soll. Also alles Dinge, die normalerweise vor Gericht geregelt werden, das wird hier in solchen Petitionen verfolgt und wir können das ja auch beobachten auf Facebook-Seiten zum Beispiel. Wir werden es auch in der Gruppenarbeit damit noch beschäftigen. Ich möchte zeigen, als ich habe das jetzt mal Statusdegradierungszeremonien 3.0 genannt, denn wir konnten ja jetzt gerade im Zuge der Corona-Krise vielfach erleben, dass Dinge, die wir eigentlich aus dem Internet kennen, jetzt doch wieder den Weg zurück auf die Straße finden, also den Weg zurück vom Digitalen ins Analoge antreten. Und hier mal ein Beispiel von einer der zahlreichen Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, Querdenker-Demos. Da sind in Berlin hier diese Plakate hochgehalten worden. Sie können hier sehen, Drosten, Söder, Restle, Esken, Lauterbach und wer eben die ganzen ProtagonistInnen sind im politisch-medialen Diskurs um die Corona-Maßnahmen. Und hier haben wir genau das, ja, also dieser Schuldspruch, wie es eigentlich Gerichten vorbehalten ist, das wird hier sozusagen, der Mob ist, hat sich selbst ermächtigt, hier diese Schuldsprüche aussprechen zu können. Und das wiederum liefert dann eben die Legitimation für die fortlaufende Beschimpfung eben dieser Akteure. Und wir werden uns in der Gruppenarbeit Daten dazu ansehen, wie insbesondere Drosten auch beschimpft wird in rechtsextremen Kreisen. Das als kurzer Input. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit schaffen, worum es in diesem sehr komplexen Text geht. Wirklich ein faszinierendes Stück Soziologie. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion mit Ihnen über den Text und dann auch über die Daten. Bis dann. Ciao.